So, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Astroneer. Hinter mir ist ein Forschungsgegenstand. Wir haben schon wieder so ein riesiges Teil gefunden. Sind immer noch beim Erkunden. Und das machen wir auch weiter. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Und, Niklas? Ja, das große Teil hier, keine Ahnung, das grabe ich noch weiter aus oder so. Dann fällt es bestimmt um. Nicht das ganz große, sondern das Wrack hier, okay, aber da ist nichts Brauchbares. Nur Schutt und Zellen. Okay, die Probe lasse ich einfach hier liegen, weil die soll ich irgendwie nicht scannen, sagt die Regie. Das ist böse. Ist das... Boah, das sieht immer noch voll geil aus. Ich möchte es unbedingt zu uns nach Hause legen, ne? Aber das glaubt ein anderes, weil hier liegt kein Sauerstoff. Ja, ich sag doch, dran. Das ist ein anderes. Ja, wirklich mehrere. Krass. Schon wieder? Schon wieder was Neues. Ja. Oh, was haben wir denn da hinten? Sieht aus wie Gemisch. Wie praktisch. Gemisch? Ja, wenn wir immer ein Gemisch finden, dann können wir einfach dauerhaft weiterlaufen. Genau. Das ist an sich ziemlich gut. Aber nach was suchen wir eigentlich? Weil Eisen können wir gar nicht finden. Wie können wir auf andere Planeten? Oh Gott, das ist kompliziert hier. Großes Gemischfeld. Oh, hier oben ist noch viel mehr Kupfer. Aber ich habe halt tatsächlich eigentlich gar keinen Platz mehr für mehr Zeug, ne? Möchtest du vielleicht hier oben das Kupfer dann mit, also da oben eine Leitung zum Kupfer legen, das Kupfer dann mitnehmen und dann mal nach Hause gehen, das Zeug abliefern? Nö, eigentlich nicht. Ja, okay, dann fahren wir weiter. Da oben ist halt noch viel Kupfer. Ja, komm, das kacke Lehm hier. Didudin. Noch mehr Kupfer als Lehm. Didudin. Didudin. Verbindungspaket. Verbindungs. Jetzt habe ich der ganze Rucksack voll mit Verbindungspaketen. Du forst schon wieder irgendwas. Ja, darf ich nicht. Boah, hier oben jetzt, wo willst du Sauerstoff hin? Ja, hier oben vielleicht zum Kupfer, wobei ich das glaube auch einfach so. Ja, dann komm mal runter. Ich sehe dich nicht. Ja, nee, ich sammle das jetzt einfach. Weiß nicht, wo du bist. Für Leute, die atmen müssen. Ich habe doch hier meinen Astronautenanzug an. Ich muss doch nicht atmen. Bin hier oben bei Malachit, also bei Kupfer, also, ne? Und ich stick fast, aber egal, ich brauche das Kupfer. Das ist wert. Okay, jetzt sollte ich vielleicht wirklich runter. Bin doch schon hier, brauchst gar nicht so weit. Perfekt. Ich war, glaube ich, ziemlich nah am Sterben. Aber ja. Doch, ich habe noch ein bisschen Platz für Kupfer, habe ich tatsächlich noch. Oh, ist das hier die Eiger Nordwand oder was? Ja, jetzt bin ich ziemlich voll, also ich kann jetzt nichts mehr mitnehmen an irgendwas. Du sollst den Berg einebnen. Ich will ganz hoch. Ja, dann gehen wir. Aber das ist sonst zu steil. Ah was, du musst nur ein bisschen schräg. Okay, es ist zu steil. Ah nein! Oh Gott! Oh Gott! Wenn wir einmal rutschen, dann war's das. Ja, dann slidest du hier so. Kann ich nicht aufhören, dieses komische Rumsliden zu tun? Ich habe einen Tunnel gegraben. Oh! Ein Tunnel? Ein Wrack! Das ist super.
Ein Frack? Wo bist du? Oder... Schutt. Hä? Wo hast du jetzt ein bisschen... Wo bist du hoch? Ich hab mir... Achso, ich hab vergessen, Sauerstoff zu legen, ich Idiot. Ah, hier oder was? Oder wo ist der Sauerstoff? Wo ist der Sauerstoff? Oh Gott. Was bist du für Zeug? Wo ist der Sauerstoff? Hier unten. Bei mir. Hä, du bist voll weit weg. Ach. Gar nicht am Sauerstoff dran. Ja, ich hab vergessen, ihn zu legen. Ja, hä, aber wo bist du hoch? Hier bei der Einebnung oder was? Ich hab mir einfach einen Tunnel hochgegraben. Hallo, wir haben doch so eine tolle Maschine. Ja, aber ich dachte, du hast schon einen Tunnel gegraben. Warum ist hier dann noch keiner? Du verstrickst dich in Lügen. Ey, hier ist mehr Kupfer. Toll. Jetzt habe ich einen Stein an den Ausgang geschmissen. Echt? Oh no. Sauerstoff. Oh nein. Ich bin tot. Hä? Echt jetzt? Ach, ich weiß aber nicht wovon. Weil ich bin eigentlich nicht erstickt. Wurdest du von einem Stein erschlagen oder? Ja, so sah es fast aus. Ja, da komme ich. Soll ich auch mal wieder Richtung zu Hause? Ich muss jetzt das Zeug erstmal holen. Ja, und ich muss Zeug abladen. Dann treffen wir uns, okay? Eine Menge Kupfer und so. Ja, ich habe eine Menge Kupfer. Das würde ich gerne abladen. In die falsche Richtung. In welche Richtung muss ich denn? Boah, was das hier für ein Strahl macht in der Nacht. Ich muss unbedingt so ein komisches Energiezeug, diese komischen großen dreieckigen Gedönse mit allem, die Strom machen und rumschweben und alles, muss ich unbedingt zu uns legen. Das sieht in der Nacht voll geil aus. Das tut hier musst du bestimmt so irgendwie alle verbinden oder so. Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir vorstellen, aber... Ja, guck, das hat halt in jede Richtung irgendwie eins. Und dann gibt's bestimmt drei. Und was, dann in jede Richtung hat's ein Kabel, oder was? Nee, es hat drei Anschlüsse irgendwie, so in jeder Seite so irgendwie. Das musst du bestimmt jedes mit jedem verbinden. Ja, dann gibt's bestimmt drei oder so. Musst du die im Dreieck verbinden. Tü-tü-tü. Bin gleich da. Das für ein Frack? Ja, ich bin gleich auch wieder da, und zwar zu Hause dann. Da müssten wir uns ja jetzt demnächst begegnen. Ja, warte, ich bin hier gerade ein bisschen außerhalb bei einem Frack, okay. Ich habe gerade unsere letzte Brücke. Hier habe ich das Forschungsteil hingelegt. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder durch den blöden Wald. Ah, da bin ich gerade auch. Dann sehen wir uns bald. Oder auch nicht, weil ich bin jetzt eigentlich wieder aus dem Wald. Ah ne, ich glaube, da vorne geht's wieder in den Wald. Hä, ich bin jetzt eigentlich auch bei einer Brücke vorm Wald. Hä? Ganz komisch. Ich bin jetzt wieder aus dem Wald raus. Okay, ganz ich interessante dich. Sache. Echt? Also ich sehe irgendwie, oder ich sehe mein... Oh, ernsthaft? Was? Wir sind voll den Umweg gelaufen. Wer, du oder ich? Wir vorher. Echt? Aber ich sehe ja jetzt, wo mein Zeug liegt. Mhm. Oh, ich sehe auch, und ich sehe den Berg. Liegt. Ich sehe deinen Berg auch. Ja, von dem habe ich auch nach Hause gesehen. Also, das habe ich ja auch gesagt, dass ich da irgendwie die Marke gesehen habe. Oh, da ist zu Hause. Ja, hinter dem Berg. Ich glaube, da kommt auch nichts Spannendes. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem die Sauerstofflinie entlang. Ich kann jetzt nicht einfach auf den Berg zulaufen. Hi. Oh, hallo. Na, was geht denn? Hallo. Du. Bin hier auf der Durchreise. Bin hier gerade dabei, ein bisschen Kupfer zu gedönsen. Oh Mann. Wir laufen schon wieder irgendwie voll im Kreis rum. Du kannst hier nur im Kreis laufen, vielleicht ist unser Planet einfach nicht so groß. Ich habe also echt keine Ahnung, was wir als nächstes machen sollten. Irgendwie, was ist unser nächstes Ziel? Was bringt uns jetzt voran? Was wollen wir tun? Das... Oh Gott. Ja, forschen. Nimm die Lila eine Forschungsprobe mit, die da irgendwo rumsteht. Ich glaube, ich bin dann ja schon lang vor... Ah ne, hier ist sie. Okay. Ich mit so einer Kack-Forschungsprobe... Oh Gott, ich dachte gerade, die Brücke ist weg, aber die hat einfach nur nicht geladen. Ja, das macht das Spiel super. Ja, einfach kurz Angst gehabt, dass ich nichts mehr drüber... Allgemein, warum lädt das gerade so wenig? Ist schlimm.
Weiß nicht, ob es das Spiel so doll mag, wenn wir so weit auseinanderlaufen. Oh, jetzt habe ich das Forschungsding verloren, weil ich in den Slide. Wir sind doch nicht weit auseinander. Das kann doch nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, hier ist die Brücke mit einem Loch. Die ist nicht TÜV-approved. Die hast du gebaut. Ja, na und. So, und jetzt? Jetzt muss ich, glaube ich, wieder rechts. An diesem großen Teil. Ich möchte ein Auto haben. Ja, bitte. Können wir uns Autos bauen? Ja, aber ich glaube, die sind gar nicht so viel schneller, aber ich möchte die einfach aus Prinzip haben. Einfach weil Autos Autos sind. Die brauchen dann bestimmt irgendwas voll krasses als Treibstoff. Ja, wahrscheinlich diese großen Teile. Ja. Die hier überall genau. Rumstehen. Die muss man dann klein häckseln mit dem Schredder. Nur nicht in die Höhle. Aber ich habe eigentlich schon eine gute Forschungsprobe. Die forsche ich zuerst, die bringt nämlich 1300, wenn ich die in der Forschungsstation mache. Bin gleich an dem Berg. Und wie du denken kannst, 1300 sind ziemlich viel, ne? Das sind mehr als wir haben. Also, ich hab keine Ahnung. Wirklich. Nee, aber es sind trotzdem viel. Wir haben mehr als. Wir haben 2466 oder so. Ja, mindestens. Aber viel sind trotzdem. Und Rinder. Mit Informationen erschlagen. Mit Informationen erschlagen. Yes! I think so. So, how do we make some autos hier? Oder irgendwas Brauchbares. Sauerstoffmacher, mittlerer Schredder, Feldunterkunft, Autoarm. Feld. Autoarm? Ich glaub, klingt aber, schon nach Auto. Nein, ich glaube aber nicht, dass das ein Auto macht, sondern dass das ein Arm fürs Auto ist. Was? Du hast einen Kanister, Erdkanister, Gaskanister, Gas, Lagesensor, Batteriesensor, Tasten wieder, bla bla bla, Zahlwiederholer, Verlängerung. Oh, Netzschalter? Was? Längerung, Netzschalter, Verteiler, oh Gott, mittelgroßer Generator, mittelgroßes Solarmodul, große Windturbine, mittelgroße Batterie, RTG, Nanokarbonlegierung, ach du Kacke, was tun wir hier, mittelgroße Plattform, hohe Plattform, mittelgroße T-Plattform, Lager, oh mein Gott, jetzt Rover wird's interessant, Traktor, und wo mache ich den? Boah, warte. Boah, Hänger? Oh Gott. Buggy-Hupe? Buggy-Hupe? Was ist eine Buggy-Hupe? Binde. Ich möchte ja, für deinen Buggy eine Hupe. Ich möchte einen Traktor mit Anhänger. Ich möchte einen Traktor mit Anhänger. Ah, warte. Buggy. Ah, hey, die sind voll billig. Mittlere Sensorbogen, großer Sensorring, okay, das ist ein großer Rover. Oh, der braucht Aluminiumlegierung und Gummi, okay, den können wir uns nicht leisten. Soll ich uns... Ich mache uns zuerst einen Traktor und dann einen Buggy, oder? Weiß nicht. Ah, wir brauchen auch einen Sitz. Ah, okay, Sitze können wir, okay. Traktor, Batz. Hänger, Batz. Okay, in welchem Drucker muss ich den machen? Welches ist der richtige? Ich glaube, der hier. Schmelzofen, Forschungskammer, Exo, große Plattform, große Drucker, Schmelzofen. Okay, dann ist es doch nicht der. Ist aber auch nicht der ganz... Ist es der hier? Warte. Mittelgroßer Drucker, Verlängerung, Obersitz, Traktor, okay. Der Traktor ist extrem klein, den druckst du in dem Drucker, den du dir auf den Rücken packen kannst. Okay. Ich sehe schon. Sehr interessant. Das wird super. Aber trotzdem zwei Aluminium. Aluminium haben wir doch eigentlich, oder? Nee, wir haben kein. Doch, wir haben Aluminium. Ich schmelze aber erstmal ein bisschen Zeug hier. Wir haben jetzt ja zum Glück auch endlich Kupfer. Ich weiß währenddessen nicht so genau, was ich hier mache. Ich bringe uns hier gerade voran. Zukunft und so. Sieht aus wie so ein Rasenmäher. Oh Gott. Das sieht wirklich aus wie so ein Rasenmäher-Traktor. Das kann ich doch nicht mal als richtigen Traktor ernst nehmen irgendwie. Tolles neues Fahrzeug, super. Jetzt noch ein Anhänger dazu. Ein Aluminium. Ah, ich brauche noch ein Gemisch. Als ob es jetzt am Gemisch scheitert, dass ich den Anhänger nicht baue. Wir haben kein Gemisch mehr zu Hause, ne? Ja, das habe ich alles umgewandelt. Oh no, jetzt da muss ich jetzt ernsthaft gemischt. Habe ich ein ziemliches Problem hier. Warum? Auch nur so. Ich wollte einen zweiten Weg nach Hause bauen. Warum?
Irgendwann haben wir weil genug es mir Wege sonst nach zu weit Hause. war. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, kannst du bitte Gemisch Und mitbringen, wenn du nach Hause kommst? Ich möchte einen Anhänger nein, haben. Kann ich nicht. Ich werde Schade. Nicht mehr nach Hause kommen. Echt nicht? Warum? Hey, lauf doch einfach den Linien nach. Kann ja, aber nicht ich so wollte doch sein. Jetzt hier. Ich stehe jetzt hier mitten auf einer Brücke. Was auf für der eine anderen Brücke? Seite von dem Berg. Was? Und hab kein Material mehr. Ja, dann musst du halt woanders. Dann musst du halt wieder zurücklaufen. Ich muss jetzt Material holen. Ich brauche jetzt erstmal auch Gemisch für einen ich Traktor. Ich jetzt den ganzen Werbung ab. Für den Anhänger. Keine Ahnung, was du da gerade machst. Ich weiß auch nicht, ob ich. Ja, geht mir genauso. Oh, ich habe boah, fetten Forschungsgegenstand. Den nehme ich auch gleich mit wegen. Weil der Traktor und der Anhänger waren tatsächlich ziemlich teuer dafür, dass die, glaube ich, echt nicht so gut sind. Außer, dass wir da, glaube ich, Zeug draufpacken können. Hauptsache, du unten hast einen Traktor. Genau. Wir können uns auch einen Buggy bauen. Der ist wahrscheinlich schnell. Ein Traktor ist langsam und kann viel tragen. So ungefähr wird das meiner Meinung nach Sinn. Fast Sinn nur geben. So, jetzt habe ich wieder Material. Dem können wir dann durch die Gegend flitzen. So, njung, njung, njung. Oh, ich habe da unten irgendwie so einen Rover und da steht so ein, ich glaube so ein Windkraftwerk oder was das ist. Ja, das kannst du, wenn du willst, auf dem Rückweg gern mitbringen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß aber nicht, ob ich jemals einen Rückweg finden werde. Man sieht sogar, wo die Energieteile sind, weil du siehst, wie die Energie in die Luft so absorbieren und so. Schon auf voll große Distanz. Wohl krass. Hier im Vorbeilaufen natürlich schön Sachen scannen. So muss das. 16 Bytes. 16 ganze Bytes. Coole Sache. Oh, jetzt gehen wir mal ein bisschen Gefühl, nach unten hier. Dass hier an der Linie nichts ist, was irgendwie gemischig ist. Bin jetzt nämlich dann bald da. Ich glaube, ich bin dann bald wieder bei dir, wenn ich so weitermache. Dann kann ich gleich mit dir vollends nach Hause laufen. Ja. Bin ich wahrscheinlich schneller, vielleicht. Als wenn ich. Welche Zeit die ganze. Oh, hier ist Gemisch. Ja, dann laufe ich wieder zurück. Ich glaube, ich bin auch gleich unten. Hier unten. Zu Hause oder was? Ja, ich war ein bisschen in der Luft. Ach so. Ja, okay. Flugzeug oder was? Okay, du hast schon mehr Fortschritte als ich. Ich habe eine Traktor und du Flugzeuge. Habe ich wieder kein Material. Nein, und ich bin noch zu weit, um welches abzumachen. Gott. Hasse dieses Spiel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bin ich gleich unten. Soll ich dich dann gleich mit meinem schnieken neuen Traktor mit dem Anhänger abholen? Oh, ich glaube, ich muss auch noch einen Sitz bauen, ne? Ja. Ein Fahrersitz, ein Beifahrersitz. Nee, ja, du kannst ja verschiedenes. Du kannst, nee, aber du kannst ja auch verschiedenes Zeug draufbauen, verschiedene Module und so ein Zeug. Muss ich, vielleicht können wir ja auch tatsächlich was Sinnvolles auf den draufbauen. Oh, hier ist wieder die nicht zifferproofte Brücke und ich bin reingefallen. Ich bin in die Todesbrücke reingefallen und gestorben. Mit meinem Gemisch! Mit meinem Gemisch! Oh nein, nicht mein Gemisch! Verdammt. Muss ich Meine zurück Brücke in mein ist, Gemisch ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Oh, und hier hat sogar auch Aber noch eine sieht Batterie interessant dabei. Aus. Ich sehe schon, das Spiel gönnt mir einfach keinen Traktor. Und ich sehe schon, dass ich vielleicht die unsichere Brücke ein bisschen sicherer bauen sollte, weil ein Loch in der Brücke... Was? Ich habe irgendwie das Gefühl, ein Loch in der Brücke ist vielleicht nicht genau das, was man möchte. Weiß auch nicht, voll in dem riesigen Gebirge oder was? Gedankensprung kam hier. Okay, hier bin ich runtergefallen. Muss ich mir da einfach nur eine solide Treppe nach unten bauen.
Wo ist denn jetzt eigentlich zu Hause? Jetzt sehe ich es zu Hause nicht mehr. Hier schnell das Zeug holen. Ah, die Steuerung mit den Rucksäcken ist echt sehr schlimm. Okay, und wie genau komme ich da jetzt wieder hoch? Den Part habe ich mir jetzt nicht überlegt. Kacke. Ah, ich kann auch bauen. So komme ich da hoch. Schon geklärt. Oh, ich befürchte, ich werde noch einmal sterben müssen. Ah, oder nicht? Ich könnte es packen, wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle. Hier noch. Komm, jetzt noch ein bisschen hier. Komm. Kann ich irgendwie unter mich bauen so? Oh ja, ich kann mich selber hochbauen. Das ist tatsächlich. Ey, das ist ganz hilfreich. Du kannst direkt unter dich bauen, ne? Das heißt, du kannst dich gerade hochbauen. Warum sagst du mir das nicht? Das hätte mich. Ich wäre gerade fast gestorben, weil ich das nicht wusste. Du musst mir halt ab und zu mal zuhören. Hä, das Aluminium. Hä? Wo ist mein Gemisch? Ich glaube, ich muss neues Gemisch holen. Ich habe mein Gemisch verloren. Aber erstmal muss ich die Brücke TÜV-approved bauen. Oh oh. Oh nö. Ich muss zurück zum Sauerstoff. Oh Gott. Warte, wenn ich jetzt Wo hier bin eine ich? Leitung. Hast du jetzt keinen Sauerstoff mehr? Doch, ich bin noch irgendwo an der Leitung. Ja, okay. Nein, hab ich nicht. Nein, oh Gott! Niklas! Das war. Du Sackgesicht! Ich würde nie wieder hierher finden. Ich kann dir aber die Sauerstoffzufuhr kappen. Ja, dann kriegst du halt das Gemisch auch nicht. Ja, ich hole mir jetzt gerade tatsächlich wieder mein eigenes, außer du bist Wo vor bin mir ich? Wieder da. Ja, guck, ich glaube nicht, dass mein Gemisch mit dir jemals nach Hause finden wird. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist unpraktisch, wenn du nicht weißt, wo du bist. Irgendwie, also. So, jetzt. Verdammt. Ich bin. ja. Wie soll ich sagen? Keine Ahnung, wo ich bin. Schlecht, keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Dann lauf einfach die Leitungen wieder zurück. Bin ich eine Stunde unterwegs? Soll ich dich mit meinem Traktor abholen kommen, falls ich bin vorher in Richtung. Ich bin vorher in Richtung zu Hause gelaufen. Jetzt müssen wir dann Brücken bauen, die auch wirklich fahrzeuggerecht sind. Du kannst ja nicht mal Brücken bauen, die menschengerecht sind. Was? Ich habe die jetzt wieder repariert. Jetzt ist es wieder richtig. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Und hier und jedes Mal, wenn ich Gemisch. Das sag, verlaufe weißt ich du mich. Nicht, wo du bist. Hey, und wo ist das Gemisch jetzt? Ach so, das ist hier runtergerutscht. Ah, und dann habe ich es in meinem alten Rucksack vergessen. Ah, jetzt macht alles Sinn. Gemisch rutscht ja, wenn du was unten ausgewählt hast, zum Beispiel Sauerstoffleitung, direkt in den Drucker rein. Ja. Und ich hatte Gemisch gesammelt, das war dann bin ich gestorben und dann habe ich aus meinem Rucksack das nicht wieder rausgeholt. Boah, ich sehe eine Sauerstofflinie. Magst du es zu atmen? Kannst du mal aufhören damit? Okay, dann ist es. Ja, das war wissenschaftlich, um zu testen, ob du hier. Weißt du, ich sehe sonst nicht, ob ich gerade Sauerstofflinien mit Verbindung oder ohne Verbindung lege. Oh, ich lege jetzt gar keine mehr. So einfach ist es. Ja, und ich habe nicht genug Gemisch. Aber einfach, ich stehe direkt im Gemisch. Hättest du dich vor einer halben Stunde entschieden zurückzulaufen, dann müsstest du nicht eine Stunde lang zurücklaufen. Aber ich weiß jetzt, wo ich bin. Ah, okay. Sicher. Ja, ich bin an diesem Forschungsding, das ich in der ersten Folge, glaube ich, gesehen habe. Okay. Das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so weit weg von uns, oder? Doch. Ja. Das ist schon ein gutes Stück weg. Okay. So.
Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Folge. Oh Mann. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.